die Inseln in Schottland, wo Whisky produziert wird, liegen relativ weit auseinander, relativ weit gestreut. Das geht hier los auf der Isle of Arran. Die Isle of Islay ist sowieso eine eigene Whisky-Region. Wir haben trotzdem heute auch da einen dabei. Auf Dura wird Whisky produziert. Da haben wir heute keinen dabei. Auf Mau gibt es eine Brennerei. Auf Skye, auf der Orkney-Insel gibt es sogar zwei. Und man kann jetzt auch bei diesen Whiskys eigentlich nicht sagen, dass die irgendwie ähnlich schmecken. Da hat eigentlich jeder einen völlig eigenen Charakter. Und deswegen war es auch für uns einfach mal ganz interessant zu sagen, Mensch, präsentieren wir doch mal 5 Whiskys, alle von Inseln, aber die alle völlig unterschiedlich sind. Auch um ein bisschen zu zeigen, Insel so als Region ist schwierig.